Wir sind eingedrungen in Bowsers Festung. Können wir ihn heute den Hintern versohlen? Oder er unseren? Willkommen, Wurm. Ich bin das Wachtor von Bowsers Festung. Meine Aufgabe ist es, verdächtige Personen am Eintreten zu verhindern. Du musst Mario sein. Lass mich raten, du willst hier durch, oder? Du möchtest in den nächsten Raum gelangen, stimmt's? Nee, eigentlich wollte ich nur die Toilette suchen. Wenn du hier nicht durch willst, dann verschwende nicht länger meine Zeit. Ab mit dir fort! Nee, also, jetzt wo du es schon erwähnt hast, könnte ich ja... Was ist los mit dir? Du willst doch hier durch, oder? Ja, klar. Du stehst nun also genau vor mir? Okay, dann lass ich dich durch. Das meinte er wohl nicht ernst. Hui. Oh nein, jetzt sind wir genauso gefangen. Du bist darauf eingefallen, Wurm. Du wirst niemals aus diesem ausbruchssicheren Gefängnis entkommen. Versuch, was du willst. Du wirst dich nur verausgaben. Ich sag dir was, wenn du es nochmals bis hierher schaffst, lass ich dich passieren. Wie gefällt dir das, hä? Und ich weiß, dass du es niemals schaffen wirst. Ich hoffe, du verbringst da unten eine schöne Zeit. Mit Heulen und Zähneklappern. Also, ich bin nicht das erste Mal hier aus dem Gefängnis ausgebrochen in diesem Spiel. Also, es ist, glaube ich, ist sehr offensichtlich, was getan werden muss. Was ist denn hier eigentlich? Ist hier etwas? Nee? Ja, hätte ich mal so einen unsichtbaren Block hingepackt. Mit einem Orden oder so. Was haben wir denn hier? Saurus Tonic. Okay, wenn wir noch so Gegner haben, die einen so einen Effekt geben. Lebenspilz. Sehr, sehr nice. Ich kann es noch immer nicht fassen, dass der gesamte Palast während des Empfangs entführt wurde. Ich weiß, dass es im Grunde nur um die Entführung der Prinzessin geht. Aber trotzdem, nur ein Bösewicht wie Bowser konnte zu so etwas in der Lage sein. Davon muss er zahlen. Keine Sorge. Ich schicke ihm die Rechnung schon. Mario, du bist gekommen, um uns zu retten. Ich wusste, du würdest kommen. Alle Toads, sie haben früher im Pilzpalast gearbeitet. Die Prinzessin ist nicht hier. Ich glaube, sie wird irgendwo anders festgehalten. Mario, mach dir keine Sorgen um uns. Das Einzige, was zählt, ist die Rettung von Prinzessin Peach. Ja. Das wäre alles nicht passiert, wenn unsere Verteidigung besser gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie ich mich jemals dafür bei der Prinzessin entschuldigen kann. Aber das ist jetzt nicht von Bedeutung. Die Rettung ist momentan alles, was zählt. Ja, also euch müsst ihr auf jeden Fall lange, lange noch ausbilden, bis ihr irgendwas drauf habt. Oh Mario, endlich bist du gekommen. Wie du sehen kannst, befinden wir uns in einer sehr schlimmen Lage. Keiner weiß, wo sich Prinzessin Peach aufhält und ihr wunderschönes Schloss wimmelt vor Bowsers Krötenabschaum. Nichts erfüllt mein Herz mit größerer Freude, als in diesem Schloss zu dienen. Aber momentan kann ich nichts tun. Wir haben keine andere Wahl, als uns auf dich zu verlassen, Mario. Bitte, rette unsere geliebte Prinzessin Peach. Will do, aber wenn hier sowieso schon mal ein Highblock ist, dann nehme ich den noch an. Ich habe letzte Folge ein paar BP verschwendet, könnte man sagen. Ich sag sowas nicht, weiß nicht, wer sowas sagt, aber ich nicht. Und jetzt! Ausbruch! Yeah! So, erledigt! Es ist das reinste Kinderspiel, diese Wände zu zerstören. Das Mauerwerk ist schon sehr locker. Das ist viel einfacher als bei den Wänden in der Festung der Koopa-Brüder. Du kannst richtig froh sein, dass du mich dabei hast, Mario. Ich bin ja auch froh, dass du dabei bist, aber ich kann dich halt oftmals nicht benutzen, weil deine Attacken zum einen nicht immer alle angreifen. Dann noch zum einen, dass ich Gumbark habe zum Scannen und zum anderen, dass Lucky Lester sowieso ziemlich OP ist, weil er wie alle angreifen kann mit richtig gutem Damage. Ja, tut mir leid, ich habe das Spiel nicht gemacht. Ich weiß nicht, dieses Abenteuer, aber schaut euch mal diesen Raum an. Das sieht sehr verdächtig aus, als könnte man hier irgendwie rüber. Ich kann aber nicht rüber springen. Mario kann nicht über den Zaun springen. Er darf es nicht. Nee, Motor hat es verboten. Aber hier können wir rüber springen. Gumbache schafft es auch, sehr gut. Okay. Noch brauche ich keinen Paracarry. Sehr gut. Muss ich ihn nicht extra rausholen. Gut, 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 gut. Und die gehen runter. Das sieht man schon. Am besten nicht spinnen und jumpen, weil dann habt ihr nicht so die Kontrolle. Deshalb macht es lieber langsam, so wie ich es gerade gemacht habe. Ist nur so ein Tipp. Die Skiller machen es wahrscheinlich sowieso mit dem Drill-Jump. Aber was mache ich hier bitte? Muss ich hier warten? Kommt hier noch was? Oder muss ich vielleicht mit Koopa an den Block? Schafft er das?
Schaffst du das? Ah, schaff das. Oh. Habe ich dir nicht zugetraut, Kollege. Sorry. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Block. Ja, so ist es. Bom, bom, bom. Los! Diesmal ist es eine größere Plattform. Du, 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 du. Noch schön die Spannung hier aufbauen. Wie lange es wohl noch dauern wird, zu Bowser zu kommen. Warum ist Kumbare gerade in die Lava gesprungen? Oh Mann. Ja, und jetzt brauchen wir Power Carry mal wirklich. Ja, warte. Jetzt. Will auch sicher gehen. Sehr gut. Schade, dass man Bombette nicht schmeißen kann, ne? Aber ich glaube, Koopa kommt da niemals ran, oder? Das ist ja. Ne, es ist ja weiter im Vordergrund. Was hätten wir denn noch? Kann Bombette so über die Lava rennen? Ne, okay, sie explodiert da sofort. Okay, macht Sinn, macht Sinn. Ja, Paracarry bringt wahrscheinlich nichts. Oder ist das unter uns? Ich brauche hier den 3D-Effekt, aber es sieht gerade so aus, als wäre das unten. Ne, das geht nicht mit Paracarry. Mit Sushi hier rüber schwimmen, das wird sein. Warte mal, kann das sein, dass ich mit Lucky Lesser die ganze Zeit über die Lava... Oh mein Gott, ich kann die ganze Zeit über die Lava, aber ich bin langsam. Weil mir das wehtut, wahrscheinlich. Oh, ich kann hier rein. Okay, interessant. Aber wie komme ich da hoch? Schön und gut, dass ich hier rein kann, aber... Das Spiel sagt, na, ich darf da nicht ab. Es geht einfach nicht. Na gut, dann müssen wir vielleicht von woanders da rein. Vielleicht ist es ein Rückweg hier. Hier fließt die Lava durch. Okay. Na gut, vielleicht hilft uns ja der Block hier. Vielleicht macht er die Lava weg. Nö, der macht was anderes Nützliches. Aber zur Sicherheit will ich trotzdem nochmal nachschauen. Ob der vielleicht nicht doch irgendwie hier was verändert hat. Die Lava, die... Sieht sehr komisch aus, die Lava-Textur. Seht ihr das? Das geht alles. Eins geht nach links, eins geht nach rechts, eins geht im Kreis. Das ist ein bisschen seltsam. Würde alles in eine Richtung gehen, würde es schöner aussehen, finde ich. Aber na gut. Ich bin nicht hier der Lava-Textur-Reviewer. Ich sag nur, was ich hier denke. Oh, los! Okay, da brauchen wir auf jeden Fall Paracarry für. Da möchte ich mir nicht den Hintern abbrennen. Die Haare braucht er noch, hier unser Mario. So, sehr gut. Okay, das schafft er, das schafft er. Gut. Das schaffe ich auch ohne ihn. Ah, bisschen noch. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nice. Ja, sorry, keine Ahnung, wie man da an die Küste rankommt. Ich hoffe, dass man da noch rankommt, sonst habe ich Pech. Kann man so sagen. Item. Wahrscheinlich Lucky Lester wieder. Ja, mit Lucky Lester kann ich hier rüber. Aber da nicht hoch. Also noch nicht. Vermutlich aber von hier mit Koopa. Wo ist er? Da ist er. Im zweiten Slot. Was ist das? Mysterium! Keine Ahnung, was es bewirkt. Find es heraus. Okay. Ich glaube, sowas hatten wir sogar schon mal. Nein, ich werde meine Käse und meine Kartoffeln niemals wegschmeißen. Das könnte ich niemals tun. Hier, saure Tonic. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal gebrauchen werde. Okay, und nochmal reisen. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Lucky Lester sehr, sehr OP in diesem Spiel ist. Weil Lucky Lester wird auch für einiges gebraucht. Kann man da rankommen? Also kann ich davon... Also hier kann ich ja nicht einmal mehr sehen, deshalb würde ich mal sagen, von da auf jeden Fall nicht. Aber hier ist doch der gleiche Abstand. Ich glaube, von beiden geht's nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, würde wahrscheinlich ein bisschen wehtun darüber. Da sollte ich mal die Hilfe von Lady Boo beanspruchen. Sie kann uns ja unsichtbar machen. Vielleicht sieht uns ja die Lava nicht. Kann ja sein. Probieren wir es aus. Haha, nicht mal die Lava ist sicher vor Mario. Oh yeah. Ich glaube, mit Paracarry dann hier rüberfliegen? Wenn er das schafft. Hat er das?
Na, schafft das. Gut. Ich unterschätze ihn irgendwie immer. Ob verdient oder nicht. Es ist nun mal so. Aha, da ist eine Tür. Da wollen wir durch. Was haben wir denn hier? Da hoch komme ich nicht. Wo hat denn Bowser überhaupt die ganze Lava? Besitzt er irgendwie mehrere Vulkans oder so? Vulkans? Vulkane? Wie sagt man das? Ach, keine Ahnung. Ihr wisst ja, was ich meine. Also ein ganzes Lavagebiet wahrscheinlich für sich beansprucht. Was geht hier ab? Ist das der einzig wahre, echte Kamek oder nur ein blauer Magikooper? Oh, oh, Mario ist hier! Was sollen wir in einer derartigen Situation machen? KB Cooper hat uns zwar Instruktionen erteilt, aber ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Ich glaube, sie hat uns gesagt, dass wir ihn nicht an diesen Schalter lassen sollten oder so? Oh oh, nein. Heißt das einfach, dass wir gegen ihn kämpfen müssen? Nein, er wird den Boden mit uns aufwischen. Hört auf mit dem Gejammer! Wer sagt, dass wir vor Mario Angst haben müssen, hä? Der ist ja gar nicht so stark. Was auch immer geschieht, wir dürfen nicht zulassen, dass er diesen Schalter betätigt. Kümmert es euch denn gar nicht, dass König Bowser unsere Hilfe braucht? Kommt schon, schnappt euch diesen Klempner! Zeigt ihm, aus welchem Holz ihr geschnitten seid! Uah, wir haben keine Wahl! Wir müssen tapfer sein! Wir müssen... Attacke! Boah, aber ohne den Kamek? Na doch, mit dem. Okay, wer ist es? Wer ist es? Es ist der einzig wahre! Kamek, genau. Kamek ist die Elite, ist der Elite-Magier des Koopa-Clans. Er hat 11 KP, 6 Angriff, keine Verteidigung. Vorsicht, Mario. Ihre magischen Angriffe sind nicht zu unterschätzen. Sie kennen viele fiese Zauber. Wir sollten sie schnell besiegen, bevor sie irgendetwas Verrücktes anstellen. Okay. Es kann aber auch sein, dass es doch mehrere von diesen blauen Magikubas gibt, aber er sieht schon aus wie Kamek. Andererseits gibt es Kami-Cooper. Nicht Maggie. Kami. Kami-Cooper in diesem Spiel und ist ja irgendwie die Rolle von einem Kamek. Ich mache, glaube ich, einfach mal den Erdbeben. Gucken wir mal, wie viel Damage es macht. Und wie wir weitergehen. Ja, der hat viel Leben, ne? Das ist halt ein Problem. So, was setzt er denn ein? Er oder sie? Okay, plus 1 Verteidigung auf den Kollegen vorne. Ja, ich schätze mal, wir machen es uns sehr bequem und einfach. Ich weiß nicht, mittlerweile diese ganzen Gegner mit 10 KP und weniger sind viel zu einfach. Wir sind am Ende des Spiels und die haben nicht mal mehr 10 KP und wenn dann gerade so ein bisschen mehr. Ich weiß ja nicht. Wenn ihr mich fragt, schon ein bisschen cheap. Cheap, cheap. Aber gut, ich nehme die XP. Danke dann. Ich möchte ja noch ein Level erreichen, bevor ich zu Bowser gelange. Und da passt mir das. Ein super Bild, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich hätte es bisher noch mal einsetzen sollen. Ich Idiot. Mann, das kann noch nicht wahr sein. Ja gut, wenn ich so viele Wackerkicks habe, dann brauche ich wahrscheinlich den Ahornsirup nicht. Oder ich trinke den sofort. Das könnte ich auch machen. Bringt nichts, oder? Heilung, Heilung. Ja, andererseits brauche ich die Heilung eigentlich nicht. Ich glaube, die BP plus Items kann ich mehr gebrauchen. Weil ich habe ja extra noch den Himmelskuss, den ich auf jeden Fall noch benutzen werde. So, und jetzt stoppen wir die Lava, damit wir da an den Schatz kommen können. Ja, man muss dafür backtracken. Ja, kein Problem. kurz die Map gewechselt. Hey, weißt du was? Es sieht so aus, als sei die Lava abgekühlt. Sie ist sicher hart genug, um auf ihr gehen zu können. Wahnsinn, du bist der Größte. Ach, ich habe doch nur einen Schalter betätigt. So, jetzt können wir auf Obsidian laufen. Okay. Weiß ja nicht, wie das jetzt so schnell abgekühlt wurde, aber... Na los. Oh, jetzt kommt... Ach so, kommt man da dran. Datsorn. Verdammt. Ich habe so viele Items, Mann. Was will ich mit dem Zeugs? Ich brauche kein Mysterium. Das Mysterium ist, wo Bowser zur Hölle steckt. Naja. Oh, muss man hier jetzt gleich nochmal Jump'n'Run machen? Oder kann ich einfach hochspringen? Ich kann einfach hochspringen. Okay, gut. Das hat mich jetzt sonst noch ein bisschen genervt.
Es würde mich aber noch mehr nerven, wenn das hier jetzt kein Worth It Item ist. Aber es ist ein... Oh, man muss hier hin. Oh. Ich habe vergessen, dass wir gar keinen Schlüssel haben. Schade, ich hätte ja eher einen Orden hingetan und den Schlüssel einfach so dem Spieler gegeben. Na gut. Dann mussten wir das tun. Ich musste ja irgendwie die Welt retten. Also so bedrohlich ist die Musik aber jetzt irgendwie nicht. Vielleicht sind wir noch ganz weit weg von Bowser? Das muss ja so sein. Anders kann ich es mir hier nicht erklären. So, rein damit. Den schönen Prinzessin Peach Schlossschlüssel. Und jetzt brauchen wir jedenfalls einen kleinen Baby. Und los. Sand? Wieso ist hier Sandstein überall? Was hat das zu bedeuten? Wo sind wir hier? Was ist das denn für eine Mischung aus einem Spike und einem Knochentrocken? Ach du meine Güte. Kann ich überhaupt was sehen so? Bisschen. Bam! Ich hab's trotzdem irgendwie geschafft, ihn zu hitten. Warte mal, kann ich ihn überhaupt scannen? Ich kann ihn nicht scannen. Also ist das wieder so eine Sache, dass man den Gegner einfach nicht scannen kann. Schade. Das ist halt nicht das erste Mal. In allen diesen dunklen Räumen geht das leider nicht. Na gut, ob man die paralysieren kann, bin ich mir nicht so sicher. Greifen wir sie einfach mal normal an. Gucken wir mal, wie viel Schaden das ausrichtet. 5 Schaden. Mhm. Aua. Ich dachte, der Dash zog gegen mich hin, aber der springt auf mich drauf. Ah, das kommt drauf an, ob die die Stacheln draußen haben oder nicht. Mhm. Wenn das der Fall sein sollte, dann nimm das. Okay, die haben weniger 10 Leben und sie können auf den Kopf gestellt werden. Mhm. Wie mein Zimmer. Sehr gut. Ja, wir kommen die Level schon näher. Ich freue mich. Bin nur enttäuscht, dass man die nicht scannen kann. Vielleicht kann man die scannen. Vielleicht gibt es da so einen Trick dafür, aber ich bin dafür einfach zu blöd. Aber wir haben ja jetzt schon ein bisschen was davon gelernt. Einfach nur dadurch, dass wir die besiegt haben und ein bisschen deren Attacken uns angeschaut haben. Das ist ja schon mal was. Ja, und ich schätze, hier bleibt mir keine andere Wahl, als mal kurz rüber zu wechseln. Immer noch nach rechts rücken, Mike. Rüber zu wechseln zu dem Paracarry. Und falls ihr glaubt, dass ich Paracarry hasse oder so, weil ich ihn immer runter mache. Ich hasse ihn nicht. Ich finde ihn nur sehr, sehr lame. So, dann habe ich das auch mal hinter mir gebracht. Musste mal über meine Gefühle sprechen, es tut mir leid. Ihr wurdet jetzt gezwungen, das zu hören. Und ich werde hier verfolgt. Oh, das ist ein Block. Oh, ich will wissen, was der Block macht. Bestimmt sind das 5 Münzen. Aber das sind 5 Münzen, für die ich extra den Umweg gehe. Oh, auch am Ende des Spiels. Ernsthaft? Ein Powerblock? Der macht irgendwie 2 Damage auf alle. Ich meine, okay, bei diesen Gegnern macht er vielleicht noch Sinn, aber... Trotzdem? Haben wir schon ein bisschen lame? Und was versteckt der Kollege da unten? Und unter dem Weg ist da bestimmt auch noch irgendwas Interessantes, was die hier geheim halten. So, aber hier wird nichts mehr geheim gehalten. Hier wird nur auf die Fresse gehauen. Und umgekippt. So, auf den am besten. Der macht mir am meisten Angst mit seinen Stacheln draußen. Also entfernen wir ihn. Ich habe ihn gelöscht. Mhm. Mhm. Ja, wieso kann eigentlich unser Partner nicht so gelten wie zum Beispiel Blitz in Pokémon? Dass ich einfach ihn kurz einsetze. Und dann kann ich... Ja, okay, gut. Dann kann ich meinen anderen Partner rausholen. Okay, da ist das Problem. Dann würde ich den Partner einmal kurz rausholen und dann vergessen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum. Aber keine Ahnung, ich finde einfach, das hätte man ein bisschen besser lösen können. Ich wollte gerne wissen, was Gumbari über alles, über Gott und die Welt hier erzählt. Tja. Vielleicht beim nächsten Gegner. Okay, oben müssen wir rüberfliegen, wenn wir nach oben lang wollen. Und hier ist nichts. Das ist nur zum Zeigen. Okay.
Okay, schade. Habe ich ihn umsonst getötet. Naja, passiert. Passiert den Besten. So, Hypercarry, deine Chance. Sie ist riesig. Nehme sie. Wow. Schade, dass nur niemand sehen kann, wie toll du geflogen bist. So, anyways, machen wir weiter hier. Wie heißen die Dinger nochmal? Stalaktiten? Stalaktiten? Ich verwechsel die immer. Aber sie sehen cool aus. Ich mag diesen Effekt. Sieht ziemlich cool aus. Aber wo zum Teufel ist dieser Teil bitte in Bowsers Schloss hier? Also das verstehe ich noch nicht so ganz. Folgt er mich jetzt wirklich den ganzen Weg? Alter. Dass er mich bis dahin noch sehen kann. Du. Aber wir haben Block. Wenn das ein Powerblock ist, ne? Ich schwöre es euch, ich werde sauer. Wenn das ein blöder Powerblock ist. Ein Sternwind. 6 Angriff auf alle. Den nehme ich tatsächlich sogar mit. Ja, alle Gegner gegen alle Gegner. Ahornsirup. Mach den Ahornsirup weg. Was soll's. Nicht so schlimm. Wo ist der hingeflogen? Ich habe ihn rausgeworfen aus der Map. Ah ne, der war da oben noch. Okay. Ja, ist nicht so schlimm. Ich habe 3 Wackerkeks. Die sind sehr, sehr OP. Ich habe ihm nur 3 Kopfschmerzen gegeben. Ich habe ihn nicht getötet. Ja. Die mir irgendwas unterstellen wollen hier. Ich will nicht kämpfen. Bitte nicht. Obwohl, ich brauche XP. Ja, vielleicht soll ich doch kämpfen. Ein Trampolin? Hier ist nichts. Okay. Vielleicht komme ich von oben zum Trampolin hin oder so. Weg da. Lass mich in Ruhe. Es werden sowieso noch ganz viele Wachen vorkommen. Aber was ist denn da unten? Ich will jetzt schon irgendwie unten nachschauen. Das ist ein interessanter Angriff. Schnell weg da. Was zur... Sind wir am Ziel? Warte mal, was ist denn dann oben? Also geht's hier vielleicht weiter? Hat mich nicht mehr gesehen. Sehr gut. Okay, dann wenn es hier weitergeht, ist hier dann wieder ein Block? Und ein Gegner. Und ein Gegner. Und vielleicht noch ein zweiter Gegner? Nichts. Well, well, well. Dann gehen wir den Weg wieder runter. Und passen auf, dass wir nicht getroffen werden von Gegnern. Ich find's krass. In diesem Gebiet lasse ich mich gar nicht treffen von den Gegnern. Im Vergleich zu fast jedem anderen Gebiet in diesem Spiel. Na, Salz würde ich jetzt schon irgendwie gegen den kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Das könnte ein bisschen interessant werden. Ja, doch, das wird ein interessanter Kampf, du. So. Probieren wir da mal den Megaschock? Drücke A, B zusammen, so schnell wie möglich. Okay. Na, fast. Ich habe ein bisschen geschwächelt, aber das war auch nicht so gut. Okay, na gut. Dann hau ich hier mal einen über die Robe. Bong. Okay, sehr geil. Die sind auch schon umgekippt. Tja, wie fühlt sich das an, diesen magischen Zauberstab nicht mehr rumwählen zu können, hä? Komm, erzähl's mir doch. Erzähl es mir doch. So ganz bedrohlich. Du willst es mir sagen. Ja, komm mal den an. Ich glaube, der andere Kamek vorne könnte mich jetzt vielleicht schon angreifen. Nee, könnte nicht. Okay, gut. Sehr gut, dann sind sie jetzt down. Ein paar BP verschwendet. Aber egal. Und ja, ich hätte auch meine Items jetzt einsetzen können, aber... Ich weiß nicht. Ich habe nie wirklich Bock, meine Items einzusetzen, wenn ich ehrlich bin. Aber schau mal, der Kampf hat sich gelohnt. Wir haben richtig viel XP noch bekommen. Und können OP leveln. Richtig OP wird das Ganze hier. Denn, jetzt kann ich endlich meinen Orden ausrüsten. Warum ist es so dunkel auf einmal im Menü? Ne, jedenfalls kann ich jetzt einen richtig coolen Orden ausrüsten, der sich Sparblüte nennt. Dafür brauche ich nur noch 2 Spots, die ich frei mache. Und ich würde tatsächlich mal sagen, dass wir den Speedwirbel raustun.
Und was habe ich hier noch? Ja, Meditation mal raustun. Tut zwar sehr weh, aber die Sparblüte ist es sowas von worth it. So, sind wir halt langsam mal unterwegs. Ist ja nicht schlimm. In diesem Raum muss ich ja sowieso die ganze Zeit mit dem kleinen Blitzi, Sparky, Wattvieh rumlatschen. Das ist so schlimm. Was haben wir hier? Ist wieder der große Bowserkopf. Kann ich ihn bewegen? Ich kann ihn bewegen. Was hast du denn da versteckt? Da war ein Schalter hierhin. Du bist zurückgekommen? Du bist aus dem unterirdischen Verlies entkommen? Aber das ist doch absolut unmöglich! Das muss ein Trick sein! Aber ich fürchte, mein Wort muss ich wohl halten. Nur das passieren. Immer diese Mario-Bösewichte. Aber glaub ja nicht, dass ich das vergessen werde! Doch, das wirst du. Jetzt verschwinde! Sein Gesicht halbiert sich einfach. Sehr gut. Schaut mal, wo wir angekommen sind. Bei der oberen Hälfte seines Schlosses natürlich. Aber wo geht's lang? Gehen wir erstmal wieder runter? Wir konnten doch nach oben lang. Was war denn oben? Oh, hier ist ein Gefängnis. Den armen Little Toadies. Nicht so gut. Wir müssen die natürlich auch noch retten. Vielleicht werden wir oben wieder gefangen gehalten von nochmal so einem Kopf. Schauen wir uns das an und probieren wir es aus. Oh nein, ich bin so langsam. Egal, das baut mehr Atmosphäre und Spannung natürlich auf. Was denn auch sonst? Okay, links ist eine Tür, rechts vermutlich auch. Aber warte mal, müsste ich denn nach rechts lang, um die zu retten? Wo bin ich denn hier? Hi. Hä? Wer bist du, Mann? Ich kenne dich nicht. Bist du vielleicht Mario? War nur ein Scherz. Ich bin der Wächter dieses Lagerhauses und mir ist sehr, sehr langweilig, Mann. Hey, weißt du was? Wenn du ein paar Münzen dabei hast, verkaufe ich dir was. Okay. Oh, du scheinst reich zu sein, Mann. Sieh doch nur um. Sieh dich nur um. Ich verkaufe alles, was du hier siehst. Okay, boah, bombenfrei sie hier. Nee, du. Auf keinen Fall. Sind sehr schwache Items. Aber besser als nichts, schätze ich. Oh Mann, bin ich langsam. So traurig. So, komm, gehen wir die Toads retten. Also zumindest, falls wir das können. Er schon wieder. Und er schon wieder. Oh, verdammt. Oh, hey, der fliegt ja. Aber Gumbare kennt den schon, was? Okay. Wenn das der Fall sein sollte. Oh cool, nur noch ein BP kostet das. Aber ich kann den anderen da nicht erreichen. Da sollten wir mal etwas auspacken. Wie einen Donnerzorn. Blam, 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 blam. Er fällt nicht vom Besen? Das ändern wir. Hui. Ja, bei solchen komischen Kamera-Zooms, da kann ich nicht erkennen, wann ich A drücken muss. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Mal sein. Aber hey, wenn wir sowieso noch mal Kämpfe haben, könnte ich als nächstes entweder noch mal OP oder KP noch mal leveln. Ich denke, bei BP sind wir gerade in Ordnung. Das reicht erstmal. Das ist gerade nicht so schön, dass sie sich da aufpowern und ich die nicht killen kann in dieser Runde. Weil ich glaube, Erdbeben wird nicht genug Schaden machen. Das lohnt sich nicht. Ja, obwohl, es könnte sich schon lohnen, das jetzt einzusetzen, oder? Na komm, machen wir's eh. Wir haben gerade eine volle Leiste. Und ich würde den Part jetzt auch nicht in die Überlänge ziehen. Also verschwindet! Weg mit euch, ich wehe euch weg. XP nehme ich mit. So, was ich auch noch mitnehmen würde, wäre ein Like. Und vielleicht noch mehr. Wenn ich Glück habe, vielleicht noch mehr. Du bist ja schnell weg. Ich finde sie ganz schick.